zum kostenlosen Friseurtermin am Frauentag. Dieser wundervolle Tag, an dem die fortschrittliche westliche Welt die Frauen feiert. Voller Ehrfurcht gefriert vielen Männern die Faust, die sie gerade in ihrer Gattin platzieren wollten, in der Luft. Der eine oder andere, der eben schnell noch seine Tochter lieben wollte, hält inne und denkt, auch sie wird einmal eine Frau werden, eine Verliererin. Da ist die Anwaltskanzlei, in der ich keine Teilhaberin bin. Das ist der Kollege, der mir gerne einen Klaps aufs Gesäß gab. Wir sind Männer. Wir haben Zeit. Wir haben Testikel, die 1A funktionieren. Wir sind Kapitalismus. Da ist die Reihe der Vorgesetzten, die ich im Rechtsmedizinischen Institut, in dem ich arbeite, gehabt habe, während ich 25 Jahre lang bei der Vergabe des Postens übergangen worden bin. Wir haben nichts gegen berufstätige Frauen. Nur fühlen wir uns plötzlich so. Sagen Sie die Wahrheit. Man kann Frauen gestalten und formen wie einen Klumpen lehmherrlich. Ich liebe das schöne Geschlecht. Ich habe mein Leben lang Opfer gebracht, um mich heute wirklich als Opfer verstehen zu können. Dabei würde ich meine Haare schütteln und er würde mein Wildfang sagen. Als Frau fühlt man sich ja nicht. Das ist mehr etwas wie... Eine Behinderung? Mit solchen... Wie Ihnen konnte ich noch nie reden. Am Ende des Lebens werden Sie erfahren, dass Ihnen eine Karriere keine Rosen auf den Sarg werfen kann. Wenn wir es nicht tun, dann tun es die anderen, die Chinesen. Ich führe nur Befehle aus, Anweisungen. Ich weise nur an. Ich wollte immer einen Mann. Jetzt habe ich einen, den ich mit einer anderen Frau teile. Die einzigen Momente, die mir gehören, finden morgens um 4 statt. Wenn die Schlaftabletten ihre Wirkung verlieren und mir ist, als gäbe es die Welt allein durch mich. Das ist die Kirche, in der ich vor meiner Ausbildung zum Hair-Make-up-Artist als Pfarrer tätig war. In meinem heutigen Beruf kann ich hier.